So, heute Tag 2 unserer Tour. Das Wetter schaut bedeckt aus, aber mit Tendenz zu Sonne. Heute Nacht hat es geregnet. Das heißt, wir wurden verschont, haben jetzt wieder die Bikes gepackt. Und heute fahren wir zu einem riesigen Staudamm und über einen Pass, den wir gestern nicht mehr gefahren sind, weil er von unserer Seite, von der wir gekommen sind, gesperrt war. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen anders durchwurschteln. Und dann geht's weiter Richtung Klagenfurt und Richtung Kroatien. Schaut so ein bisschen aus wie Norwegen. Oh, die Straße auf meinem Navi sagt dir schon einiges. Achso, jetzt kommt ja eh keiner entgegen. Ach hey. Zweiter Gang, bester Gang. Wenn desto mehr du sagst, dann konzentriere ich mich auf dich irgendwann. Ach ey. Kehrtunnel. Ist die Straße dahinter, oder wie? Jetzt auf dem Weg zur Nockhalmstraße, eine, ich glaube, mautfreie, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie Maut kostet. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Passstraße, hier in der Nähe vom Spittal an der Drau. Es hatte gestern geregnet, heute ist Tag 2, also die Fahrbahnen hier sind noch nass, wie man sieht, aber auch meistenteils schon wieder trocken. Gullideckel möchte ich nicht mitnehmen. Ich bin mal gespannt, was da so auf mich zukommt.
Oha, was ist das Krasses? Was ist das Krasses? Schaut euch das mal an. Uah. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist ja einmal Hammer. So, meine Freunde, wir haben es geschafft. Immer noch Tag 2, jetzt schon 5 Uhr. Wir sind in Slowenien angekommen. Und das erste, was man in Slowenien zur Begrüßung bekommt. Wow, ey, das ist ja nicht zu fassen. Schaut euch mal diese Straße an. Scheiße, ist die kaputt. Und das ist auch genau das, was ich sagen wollte, was man in Slowenien bekommt. Kaputte Straßen. Furchtbar. Fahren wir noch ein Stück und dann suchen wir uns demnächst, ich denke mal so in eineinhalb Stunden. Oh ja, da ist die Straße kaputt. Unterkopf! So, wir sind jetzt in Maribor angekommen. Schaut auch ein bisschen italienisch hier aus. Und haben auch schon eine Unterkunft uns ausgesucht. Mal gucken, was es heute wird. Im Vergleich zu gestern. Huch. Eine Bodenwelle. Und ja, sehr südländischer Flair hier irgendwie. Das Wetter hat auch jetzt wieder super mitgespielt. Ende Tag 2 ist somit angebrochen. Tja, wenn das Hotel mitten in der Fußgängerzone liegt, dann muss man halt auch mal durch die Fußgängerzone fahren, so wie die Rollerfahrer da. Please don't kill me. Whoops. What the fuck, wie soll man denn hier sonst hinkommen? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt da. Auf dem Behindertenparkplatz. Nice. Okay, dann stehen wir uns halt hier. Ich glaube, das ist ein Motorradfahrer oder so. Mitten im Ort. Nee. Was willst du mehr? Gott.